So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS 19 und der Südhermann 6.0. Ja, jetzt startet die zweite Staffel und ich bin nicht mehr alleine. Ich habe den Don Camillo mit dabei und ja, vielleicht stellt sich mal kurz vor. Hallo. Ach so, na gut, okay. Ja. Ja. Ja, alles gut. Ja, also es ist ein bisschen was passiert und zwar, wir haben jetzt ein paar neue Maschinen gekauft. Ne? Also wir haben viel Offscreen gespielt und also das habe ich mit Don zusammen gemacht, auch mit Don Camillo zusammen gemacht. Und ja, dann zeige ich euch mal kurz, was ich alles Neues oder was wir alles Neues gekauft haben. Und dann starten, weiß nicht, willst du schon mal irgendwie was machen? Ja, ich werde mal ein bisschen nur Zuckerrohr dreschen. Ja, genau, mach das mal. So, dann, ja. Trecker hat sich nichts Neues getan. Die hatten wir alle schon so. Das ist eigentlich auch nichts Neues, bis auf das Mähwerk hier vorne. Das habe ich ausgetauscht, beziehungsweise neu gekauft. Das brauchen wir dann für die Schafe später. Hier habe ich einen neuen Grubber gekauft. Und einen neuen Wender. Heißt der Wender? Ja, ne? Heißt Wender, glaube ich. Das war das. Dann habe ich auch eine neue Sämaschine gekauft, weil diese 3 Meter Arbeitsbreite, die war nichts. Deswegen sind wir jetzt auf 6,7, glaube ich, gegangen. Und hier nochmal eine Einzelkornsaatmaschine. Wie wir jetzt, also wir haben nicht mit Cheat-Software gearbeitet, um Geld zu generieren, sondern wir haben das halt live gespielt. Oder nicht live gespielt, sondern halt gespielt und uns das erwirtschaftet. Hier noch ein Federset-Korn-Tank, Zusatztank und die Kartoffelmaschine hatten wir ja vorher auch. Das hatte ich euch auch schon gezeigt, als ich das gesät habe. Beim Drescher hat sich nichts getan. Das Fass hier, das können wir eigentlich auch verkaufen. Das ist zwar jetzt voll, aber der ist auch soweit gut. Ja, wir haben hier ein bisschen uns um den Rum gekümmert. Dafür brauchten wir halt Zuckerrohr, was Don Camillo jetzt gerade aberntet. Zucker, den man in der Zuckerfabrik herstellt, auch über Zuckerrohr. Und das Wasser ist klar, das holst du dir aus dem Hydranten und dann kommt halt Rum dabei raus. Den werde ich jetzt auch gleich wegfahren mit euch. Dann könnt ihr mal sehen, wo der hin soll. Also ich habe eben schon mal geguckt, Rum steht jetzt bei 6,8 am Hotel. Ich kann das Hotel ja schon mal markieren. Dann seht ihr ungefähr, das ist da hinten. Ganz schön weiter Weg. Suchen wir uns jetzt gleich einen Trecker und fahren das dann mal eben dahin. Hier steht noch ein Wasserfass. Okay. Gut. Dann springen wir mal eben in den Trecker. Ja, wir hatten uns gerade überlegt, ob man nicht an das Schneidwerk hinten, also an das Erntegerät zum Zuckerernten hier den Agroliner dran hängen, aber das funktioniert nicht, weil der einen Kugelkopf hat und das andere ist so eine Öse halt. Deswegen funktioniert das nicht. Deswegen müssen wir hier immer umladen. Wie sieht denn das bei dir aus mit dem Tank? Also mit dem Anhänger? Ich komme zu dir. Anhänger ist zur Hälfte voll. Ach, zur Hälfte erst. Okay. Ja. Ja, dann steche ich dir den Trecker mal hier oben hin. Oder. Ach nee, du fährst immer im Kreis, ne? Ja. Na, dann kann ich ihn ja auch so stehen lassen eigentlich, ne? Ja. Das wächst hier schon wieder neu. Okay. Ja, und dann fahren wir jetzt gleich zum Hotel und bringen mal den. Dann lasse ich den hier oben stehen. Ne? Total sinnlos hier einmal im Kreis gefahren. Dann kannst du ja hier mal abladen, lass dir den Hänger hier stehen und Genau. fahr den jetzt hier schon mal zur Rumfabrik. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie viel. Müssen wir gleich mal vor Ort gucken.
Ja, was hat sich sonst noch getan? Kann sein, dass wir demnächst dann noch mehr Zuwachs kriegen. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Wie viel Zucker liegt denn hier noch? Zucker ist noch reichlich da eigentlich. Ich gebe jetzt erstmal das Zuckerrohr ab. Hier sind leider keine Trigger markiert. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe auch elendig gesucht letztes Mal, bis ich den Trigger hatte zum Rumfassen. Aber das hat dann doch irgendwie geklappt. Und den Anhänger, den, also mit dem Geld, ja, oder den Anhänger, den wir haben, Deichsel, ich kann absolut keine Deichsel fahren. Wie sieht das bei dir aus, Don Camillo? Kannst du Deichsel fahren? Boah. Auch nicht so der Meister drin. Okay. Ja, Deichsel ist nicht so, ist ja. Eine Kunst für sich irgendwie, ne? Ja, genau. Ja, dann stelle ich dir den Anhänger hier auch noch mal hin. Oh, du bist ja voll fast. Ja. Dann komme ich mal neben dich. Bleib mal stehen. Kannst du gleich weiterfahren dann. Sehr schön. Ich lasse ja auch den Trecker hier stehen. Ich nehme dann den. Ach, du hast ja den Axion, ne? Ah, na egal. Ja, können auch Alles, nein, tauschen. alles gut. Lass ihn drauf. Lass ihn da. Mach ruhig weiter. So, dann nehme ich den anderen Arion. Genau, hier hätte ich einfach nur die Bereifung gewechselt. Am Shop. Ne, einer Werkstatt. Wir haben eine eigene Werkstatt. So, und dann fahren wir mal eben. Deichsel, ja, ich könnte kotzen, wenn ich das schon wieder. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich gleich lachen, wenn ich dann bei Rumfabrik mir da einen abkotze mit Rückwärtsfahren und so. Naja, schauen wir mal. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Blöder Volvo oder was das hier sein soll, keine Ahnung. So. Ja, das ist im Moment ja unser Hauptgeschäft hier mit dem Rum. Also da kann man ganz gut Geld generieren, wenn ihr die Karte selber spielt, dann ist das auf jeden Fall, was euch zu Geld bringt. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Richtig, es geht schon los hier mit der Deichsel. Jetzt muss ich aber eigentlich Können beweisen hier, sonst dauert das ganze Video lang, bis ich dann endlich. Oh, verdammte Axt. Bis ich dann. Bis ich dann den Anhänger beladen habe hier. Wir werden mit dem Geld, was wir jetzt gleich einnehmen werden, ich weiß gar nicht, hier gehen glaube ich 27.000 Liter rein, werden wir dann auch einen LKW kaufen und dann mit, wie heißt es, Drehschemel? Ja, ne? Heißt es Drehschemel beim LKW, ja, ne? Also wenn du diese ganz normale LKW-Kupplung hast. Ja. Natürlich, ja. Ja, okay. Gut. So, jetzt aber. Oh ja, rum geht rein. Sauber. Wenigstens auch ein bisschen schneller und nicht so wie beim Brunnen hinten. Liter, okay. Ja, und dann fahren wir mal eben zum Hotel. Also wir werden auf jeden Fall einen LKW kaufen. Ich weiß noch nicht welchen. Wahrscheinlich den Tatra. Den finde ich persönlich ganz gut, weil der zwei Achsen hinten hat. Die letzte Achse mitlenkbar und er ist halt günstig. Ansonsten müssen wir uns da was überlegen. Man könnte natürlich auch
Nee, Drehschemel heißt das andere, heißt ist was anderes. Das ist für ein. Ja, doch, die Kupplung heißt Drehschemel eigentlich, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Es gibt ja noch diese für den Trecker dann diese. Ich guck mal eben im Shop. Da müsste das doch drin stehen hier, oder? Dollys, ah ja. Diese Dollys halt, wo du dann unter den die Aufnahme vom Fass dann quasi eine Kupplung für den Trecker hast dann halt, ne? Genau. Dollys heißen. Es ist ewig nicht mehr benutzt. So, jetzt fahren wir eben bei Bauer Müller nochmal eben hier über den Feldweg. Nicht, dass ihr euch wundert. Also es ist ja nicht mein Land, deswegen sage ich immer Bauer Müller hier. Ich hoffe, der hat nichts dagegen. Und dann fahren wir weiter auf der Straße. Man könnte hier auch noch abkürzen. Huch, was das hier für ein Feld ist, das kann ich euch auch noch nicht sagen. Hopfen oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie Hopfen wächst. Naja. Nee, Hopfen. Jetzt geht das wieder los. Sah aus wie, könnte auch Hanf gewesen sein. Hanf wächst ja auch so nach oben, ne? So 5 Meter. Hopfen auch. Hopfen auch? Ja, dann wird es ein Hopfenfeld gewesen sein. Mit so Stangen und Seilen oben, oder? Genau. Ja, so okay. Eine Ranke. Oh, hier, Polizei, langsam fahren. Oh. Achtung, Achtung. Erster FC Hartum. Ah ja, Vereinsheim oder was? Oh ja, hier ist auch ein Sportplatz. Bist du denn mal in deinem Spiel jetzt so ein paar auch mal die Straßen so abgefahren, so gucken, was auf der Karte so ist? Ich habe ja auch noch nicht alles entdeckt. Ja, weit bin ich nicht gekommen. Also Eigentlich immer nur der gleiche Weg, ne? Zum Hotel und zur Schnapsfabrik bzw. Rumfabrik. genau. Jetzt geht das hier wieder los. Wieder rückwärts fahren. Huch. Ja. Und wieder in die falsche Richtung gelenkt. So, jetzt sieht's aber, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt werdet ihr sehen, dass gleich richtig Geld reinkommt. Ja, bitteschön. Das ist echt lukrativ. Also klar, die Wirtschaft ist jetzt auf leicht, ne? Wir wollen ja auch möglichst schnell dann vorankommen, dass wir euch auch ein bisschen was zeigen können. 190.000, bam. Hey. Nicht schlecht, ne? Dann gehen wir gleich in den Shop und geben es gleich wieder aus. Ja, also beim Phoenix ist halt so, klar, ihr kennt den wahrscheinlich schon. Wir machen den jetzt mal in Glasfarben, ne? Machen wir ohne Mitzug mal, ohne, keine Ahnung. Also den kann man ja rein theoretisch auch als Agrar-LKW benutzen, so dass er auch auf dem Feld fahren kann. Er hat ja auch diese Agrarbereifung. Den kaufen wir mal eben. 140.000 weg. Und jetzt noch einen passenden Anhänger dazu. Der war bei Tierhaltung, ne? Nee. Unter Diverses, glaube ich. Ah ja, hier ist er. Multitrans. Also nur mit dem kann man halt auch rumtransportieren dann. Ich mache den schwarz. So, und schon wieder ist das ganze Geld weg. Na, hat LS19 sich da verrechnet oder was? Ach nee, wir hatten vorhin 12.000 oder sowas, ne? Ja. Ja, wie sieht's aus da hinten? Dann können wir nämlich das Fass hier verkaufen. Der eine Anhänger ist voll. Ach ja, ich hätte die Hänger da stehen lassen, das stimmt. So. So, dann fahren wir mal eben zurück hier.
Weiß nicht, ob ich jetzt das kleine Fass hier verkaufen soll, weil das große Fass. Ja, das ist natürlich. Eigentlich ist es egal, ne? So, ja. Aber leider, meine lieben Leute, ist auch unsere Zeit schon wieder um. Das ging schnell, ne? Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da. Ich sammle auch immer noch Abonnenten. Also wenn euch gefällt, was ich mache, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und werdet dann auch immer informiert, wenn neue Videos von mir hochkommen. Wenn ich sie hochlade. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss. Euer Bioschmied und Don Camillo. Tschüss. Ciao.